wenn ich an Wempe denke, denke ich an meine Arbeit, meinen Arbeitsplatz. Der Blick ist natürlich auf meinen Werktisch gerichtet. Ich sehe meine Hände, die vor mir auf meinem Werktisch liegen. Ich habe mein Werkzeug direkt zur Stelle, meine Lupe, meine Kornzange, so die Werkzeuge, die man am meisten gebraucht. Vor mir sehe ich dann auf meiner Arbeitsfläche ein mechanisches Uhrwerk. Dann bin ich halt dabei, das jetzt in Angriff zu nehmen. Für den Beruf des Uhrmachers habe ich mich entschieden, weil mich zum einen die Feinmechanik der Uhr fasziniert und weil ich es gut fand, ein Handwerk zu erlernen. Es macht einfach Spaß, was mit seinen Händen zu erschaffen. Gerade im Praktikum, es hat mich so ein bisschen gewundert, konnte ich auch schon wirklich mitwirken. Also ich habe an der Drehmaschine ein paar Kronen umgearbeitet, die dann nachher auch verbaut wurden. Zumindest wurde mir das gesagt. Wenn man in Glashütte reinfährt, je nachdem von welcher Richtung, ist halt so ein Schild direkt vorm Ortsschild und da drauf steht dann, hier lebt die Zeit. Also dann weiß man schon direkt, wo man gelandet ist. Wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit bin, treffe ich die ersten Uhrmacher und kann da in die Werkstatt gucken. Dann geht's hoch zu unserem Ausbildungszentrum und jeder hat da seinen eigenen festen Platz. Man ist komplett ausgestattet mit dem besten Werkzeug und da wird alles getan, damit wir bestmöglich ausgebildet werden. Als Lieblingskollegen würde ich jetzt wahrscheinlich Dominik, meinen Mitbewohner, bezeichnen, weil wir uns von Grund auf gut verstanden haben. Da ist eine richtige Freundschaft entstanden, dadurch, dass wir auch zusammen wohnen und jetzt auch zusammen wohnen werden, wenn wir nach dem ersten Ausbildungsjahr aus der Wempe-WG ausziehen werden, die uns zur Verfügung gestellt wird. Und ja, das ist natürlich schön, wenn man einen Freund gefunden hat, den man dann tagtäglich auf der Arbeit sieht. Ich habe mich für Wempe entschieden, weil man viele Möglichkeiten nach der Ausbildung hat. Also man kann zum einen in den Niederlassungen arbeiten, in der Produktion in Glashütte. Und die dritte Möglichkeit ist halt, dass man hier in Hamburg in der Werkstatt arbeitet. Ich habe halt gern Kontakt mit Menschen und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, nicht nur jetzt in der Werkstatt zu arbeiten, sondern auch dann in Kundenkontakt zu treten und dort auch mal zu helfen bei der Beratung, bei der Auswahl von der Uhr.